Servus und herzlich willkommen. Walter an meiner Seite, meine einer. Wie ihr schon gelesen habt, wir befinden uns heute im Zinnfigurenmuseum in Katzelsdorf. Unser Anliegen ist es, hier einen Charity-Event, den ein Tabletopper ins Leben gerufen hat, nämlich der SIA, der ist ein bekannter Arzt auch hier in der Umgebung, zu unterstützen. Um was geht es dabei? Hier werden alle Sachen, die gekauft oder die Nahrungsmittel, Genussmittel, die gekauft werden, als Spendengelder genommen und die kommen einen guten Zweck, nämlich dem St. Anna. Genau, dem St. Anna Kinderspital, das, ich wir sicher wissen, wie es sehr maßgeblich für die Kinderkrebsforschung in Österreich einsetzt und hier wirklich eine tolle Unterstützung auch braucht. Ja. Hier im Zinnfigurenmuseum, das können wir euch gerne ans Herz legen. Schaut einmal vorbei, es gibt wunderbare Exponate. Wir werden dann einen kurzen Abschnitt natürlich hineinmachen und euch das zeigen. Ansonsten bitte seid das nächste Jahr, 2020, dabei, wenn es dieses Charity wieder gibt. Ihr macht damit viele gute Dinge. Es ist gut für euch, ihr kommt mit wirklich ganz tollen Menschen zusammen, seht tolle Spiele und es ist für einen guten Zweck. Und ich denke, das kann das Beste für alles sein. Sowieso, absolut. Gut, ich würde sagen, wir schauen ein bisschen herum, oder? Machen wir das weiter. Okay, bis gleich. Gut, werte Freunde, in diesem Rundgang zeige ich euch ein paar dieser wunderbaren Exponate im Zinnfigurenmuseum Katzelsdorf. Man darf natürlich, wenn man Zinnfiguren meint, nicht immer nur Flachfiguren sehen. Hier zum Beispiel ein wunderschönes, mit wirklich viel Liebe zum Detail gestaltetes Diorama. Davon gibt es übrigens einige in diesem Museum. Das heißt, der Besuch zahlt sich auf alle Fälle aus. Es ist auch kinderfreundlich. Es gibt wunderbarste Exponate zu sehen. Hier wieder normale 3D-modellierte Figuren, wunderbar bemalt und in Szene gesetzt. Wie gesagt, es ist nur ein kurzer Schwenk, ohne jetzt wirklich hier großartig in die Details zu gehen, weil sonst würde dieses Video wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Und ihr solltet eigentlich das Museum besuchen. Unterstützt auch die Gemeinde Katzelsdorf damit, die hier wirklich sehr viel in dem Bereich Historisches macht. Und schaut einfach weiter mit. Hier kommen wir wieder in den Bereich der Dioramen, zu wirklich wunderbar nachgestellten Szenen, teilweise aus dem alltäglichen Leben. Und hier eines dieser Highlights auf fast 20 Quadratmeter, so groß ist dieses Diorama. Es zeigt die Türkenbelagerung bei Wien, die zweite, und es ist irrsinnig viel Detail drinnen. Also eine Detailliebe, alleine dieses Diorama, wenn man sich das betrachten will, würde schon eine gute Viertelstunde oder mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es ist irrsinnig viel Liebe im Detail, die Laufgräben, die unterstützenden Einheiten dahinter, die Versorgung, alles wirklich wunderbarst gemacht und ein echter Eyecatcher. Hier zum Beispiel wieder das Lagerleben eines türkischen Lagers vor Wien. Sehr gut mit dem Hintergrund verbunden, optimal gemacht. Hier ebenfalls Lagerleben. Also es sind wirklich Impressionen aus dem möglichen damaligen Leben, wie es gewesen sein könnte. Hier kommen die polnischen Flügelhusaren herangeritten. Das ist eine ganze Serie jetzt zum Beispiel, die sich um das Thema Nibelungen dreht. Wirklich auch sehr zu empfehlen. Die wichtigsten Szenen aus den Nibelungen wurden hier in Szene gesetzt und schauen wirklich super aus.
Nach den Nibelungen und sonstigen wirklich wunderbaren Dioramen kommen wir zum Beispiel jetzt hier im oberen Stock zu der Belagerung von Belgrad. Auch dieses wunderbar in Szene gesetzt. Also die Künstler, die diese Dioramen gestaltet haben, ganz großen Respekt. Es zeigt wirklich wunderbar mit sehr, sehr viel Liebe fürs Detail die damaligen Schlachtszenen nach. Hier habe ich dann einen Rundgang gemacht bei den Demotischen bzw. bei den diversen Spielen, die an beiden Tagen abliefen. Wollte natürlich die Kollegen nicht allzu viel stören, weil sie doch hochkonzentriert dabei waren. Das Interessante dabei war, es gab auch Board-Games zum Kennenlernen. Wirklich ganz super tolle, nette Games. Hier zum Beispiel ist X-Wing gerade am Start, die euch wirklich kostenlos zur Verfügung gestellt wurden zum Antesten mit einem Betreuer, der euch das wirklich erklären konnte und einige Spielrunden, wo ihr die machen konntet und wirklich viel Spaß hattet. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir nicht selber einen Tisch gehabt hätten, ich wäre liebend gern nur dort in den Demospielen versunken. Leider ließ es die Zeit da nicht ganz zu. Aber beim nächsten Jahr könnt ihr euch das vielleicht ansehen und ausnützen. So, Servus Thomas. Ich habe den Thomas als Interviewpartner gewinnen können, weil er hier beim Charity mit X-Wing vertreten ist. Servus Thomas, bitte. Hallo, Servus. Also ich spiele hier beim Charity-Turnier X-Wing. Das ist ein System von Fantasy Flight Game. Ist ein sehr schnelles, sehr einfach zu lernendes Spiel. Und wir sind heute mit 8 Spielern hier vertreten, haben sehr viel Spaß. Wir haben eine spezielle Charity-Variante, das heißt, wir dürfen also Würfelwiederholungen machen und dafür gibt es extra Spenden an St. Anna. Und ja, wie gesagt, das ist ein Spiel, das sich sehr schnell spielt mit wunderschönen Miniaturen. X-Wing, glaube ich, ist Ups. bekannt, Ja. außer dass sich teilweise zerlegen. Das ist da natürlich Vorführeffekt. Ah. Ganz kurz, euer Anliegen hier bei diesem Event, Ah, außer schöne Spiele zu haben. Na, erstens natürlich immer schöne Spiele im Mittelpunkt, aber natürlich Zeit mit bekannten Gesichtern zu verbringen und natürlich auch möglichst viel für diesen tollen Zweck zusammenzubekommen. Wunderbar. Thomas, ich habe dich jetzt bei deiner Mittagspause herausgerissen. Kein Problem, Ihr gerne. startet schon wieder durch, sehe ich. Nur viel Erfolg beim Würfeln und Danke. beim Spielen. Schöne Zeit. Servus, Servus. ciao. Hier kommen wir jetzt zu einem Demo-Tisch, der mich sehr interessiert hat. Es geht hier um A Song of Ice and Fire. Der Demogeber war Seer himself. Und es ist ein faszinierendes, wenn man es kann, so wie Seer selber, sehr schnelles Spiel. Ja, hier eine kurze Produktplatzierung. Wir haben leider nichts von Cola. Vielleicht unterstützen die dann das nächste Jahr diesen Event, wer weiß. Aber kommen wir zurück zum A Song of Ice and Fire. Es ist, wie gesagt, ein sehr schnelles Spiel. Es ist aber jetzt nicht nur aufgelegt auf das Bewegen der Truppen, die ihr in diesen Boxen quasi seht, ja, was die Einheiten darstellt, sondern es geht auch sehr viel über das Taktikboard. Und da kann man wirklich sehr viel machen, den Gegner wirklich massiv stören, auch selber seine Spielzüge optimal koordinieren. Also es ist wirklich ein Spiel, das mich persönlich fasziniert, was sicher auch demnächst in die Reihe der zu spielenden Games bei uns aufgenommen wird. Schauen wir mal, wie es mir jetzt gelingt. Ich habe mir jetzt das Starter-Set der Nachtwache zugelegt und werde versuchen, einmal diese Minis vernünftig zu bemalen. Hier seht ihr nun Bilder von unserem Demotisch. Wir haben Kugelhagel präsentiert.
hat noch einen sehr guten Stand und es macht Spaß, mit der dritten Version zu spielen. So, liebe Freunde, es ist mir gelungen, den Sieher zu erwischen. Das ist der Organisator, Mädchen, Mann für alles hier, für das Charity, Mädchen für alles. ja, Ja. für das Charity fürs St. Anna Kinderspital. Erst einmal recht herzlichen Dank, dass wir als Tabletop Invest auch dabei sein Ja, durften. ich freue mich, dass ihr da wart. Du, ich denke, jeder kann nur was bringen, weil es geht um eine mega gute Idee. Ja, Kinderspital. Kinderspital, ja. Es geht also prinzipiell ums Research-Zentrum des Kinderspitals. Da geht es hauptsächlich um die Forschung. Es sind auch die, die eigentlich überall Werbung machen. Wir machen das jetzt, ich glaube, schon bald 10 Jahre mit der dankbaren Unterstützung des Zinnfigurenmuseums und auch der Gemeinde Kasselsdorf, weil man muss sagen, ohne die geht da sicherlich gar nichts, weil wir dürfen die Musikschule benutzen, wir dürfen das Richtig, ja. Zinnfigurenmuseum benutzen, sie stellen uns auch immer wieder Hütten hin. Und es ist an und für sich eine Veranstaltung von der Community für krebskranke Kinder und es funktioniert wirklich gut. Wir sind natürlich dieses Wochenende immer ein bisschen das Problem im Donauinselfest und so weiter und so fort. Aber es kommen trotzdem die Leute. Und man sieht, wenn sie kommen, dann geben sie auch immer wieder wesentlich mehr, als wie unsere Startspende an und für sich ist. Weil wir haben hauptsächlich Turniere und bei diesen Turnieren leistet man eine Spende und das ist relativ gut. Also es ist auf zwei oder mehrere Faktoren aufgebaut, damit das Geld vernünftig zusammenkommt, eben von den Turnieren, wie du erwähnt Ja. hast. Diese Startgebühren werden quasi eins zu eins als Spendengelder übernommen. Diverse Demo-Gamer, so wie wir, haben das Publikum gebeten, wenn es ihnen gefällt, dass wir unsere Spende für euch da lassen. Ja. Und natürlich die Essenseinnahmen, die ja auch, soweit ich mitbekommen habe, glaube ich, freiwillige Spenden alles sind. Genau, also wir bekommen unsere Würsteln bekommen von Hot Wagner Wurst Technologies für den Einkaufspreis. Wir haben Colab gesponsert bekommen, wir bekommen von der Brauunion Bier gesponsert und Wasser und Plastikbecher und alles Mögliche. Und wir haben mittlerweile, wir sind eine Crew von ungefähr 10 Leuten, die sich da jedes Jahr einmal trifft und wir versuchen, das halt, diesen Event so gut wie möglich zu betreuen. Wir haben auch dieses Jahr eine Wahnsinns-Tombola, wir haben irrsinnig viele Preise bekommen und es sind irrsinnig viele tolle Brettspiele dabei, die wir auch ganz gerne auch teilweise verkauft und teilweise weitergegeben haben. Das ist gut, dass du auch diesen Bereich, auch der Brettspielbereich, wird hier sehr stark forciert. Es gibt echt super mega geile Demospiele. Das heißt, mein Anliegen an euch: Nächstes Jahr wird es sicher ein Charity geben, Wir werden sehen, ja, schon hoffen wir. vormerken. Ja, Ich denke, die Resonanz von Kasselsdorf als Veranstaltungsort ist, glaube ich, ganz gut. die Resonanz, Ja, also man also. muss sagen, wir stoßen hier jetzt ans Limit des Raums, den wir haben. Also wir haben jetzt schon so viele Spieler, dass wir dann teilweise nicht mehr wissen, wo wir hin sollen. Und wir brauchen für unsere Spieler halt einfach Platz. Das weißt du, als Tabletop-Spieler braucht man Richtig, ja. Platz. Und da sind wir am Limit, aber es geht an und für sich ganz gut. Und was wir natürlich immer wieder brauchen, sind Leute, die uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Entweder, dass man Spiele bekommt, die nicht mehr zu Hause gespielt werden, Zinnfiguren, die seit Jahren herumliegen. Alles das hilft uns. Und wenn jemand sagt, ich will jetzt für euch ein Turnier machen, ich will zum Beispiel, ich sage jetzt eine Hausnummer, ich will jetzt ein Age of Sigma Turnier machen, dann habe ich überhaupt kein Problem, wenn der kommt, sagt, ich stelle mir das so und so vor. Und meine Turnierleiter haben insgesamt also vollkommen freie Hand. Die machen alles das, was notwendig ist und geben dann im Prinzip das Geld ab. Wir überweisen im Prinzip eins zu eins, was wir eingenommen haben, Ist sagt auch der richtig. Also es Kinderspital. gibt keine irgendwo, wo es nur extra abgeführt wird. Also deswegen ganz wichtig. Dann bedanke ich mich, weil ich weiß, du darfst schon wieder Demos geben. Übrigens ganz geiles Thema von A Song of Ice and Fire, was da Ja. hier gemacht hat. Ist wahrscheinlich Ah, nächstes Jahr juckt schon, gell? ein Turniersystem fürs nächste Jahr. Also das werden wir ziemlich sicher machen, Ja, das werden wir ziemlich kommt sicher ziemlich stark, passieren. glaube ich, auch Ja, in der das kommt, Community. ja. Ansonsten, Ja. ja, noch viel Geld fürs St. Anna natürlich, Ja, bitte. also prinzipiell jeden, den es interessiert, man kann dem St. Anna Kinderspital natürlich auch so spenden. Man braucht nur Richtig, auf die ja. Homepage gehen, auf Kinderresearch.at oder Ihr Kinderforschung, könnt auch, glaube ich, direkt Kinderkrebsforschung. hinfahren ins Man kann St. auch Anna. direkt hinfahren, man kann dort auch direkt spenden, man kann auch die Tiere kaufen. Jedes Jahr gibt es ein neues. Ich weiß noch nicht, wer es dieses Jahr ist. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, 10 Tiere zu Hause, inklusive einer riesengroßen Maus, die Fred heißt. Also für Ich St. Anna denke Kinderspital, bitte
wir sind dankbar, die Kinder sind dankbar und es gibt nichts Schlimmeres als wirklich kranke Kinder und die sind es halt. Mhm. Ja. Mir wäre es lieber, ich brauche sowas nicht machen, das muss ich auch sagen, aber wenn wir schon machen, machen wir es. Und jeder, der sich wundert, warum wir so rosa Leiberl haben, wir sind nicht nur beim St. Anna Kinderspital dabei, sondern auch ein bisschen so bei den Breast Cancer Awareness Sachen, also bei diesen Brustkrebs. Wie gesagt, bitte alle, die das sehen und Mädels sind oder Frauen, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung und Selbstuntersuchung. Ich bin ein Doktor, ich darf das. Danke. Gut, vielen Dank und wäre schön, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder hier treffen. Auf jeden Fall, gell? Danke. Lieber Sie, vielen Dank.